Hallo meine heimwerkenden YouTuber-Freunde. Ja, willkommen zu meinem kleinen Video. Ja, wie ihr schon seht, ja, geht es hier um das Thema Lackieren, Möbel lackieren aus alt nach neu. Ganz simples Thema, macht ja auch zurzeit gerne jeder zu Hause. Ja, wenn man mal auch nicht gerade das Geld hat, um alles Neues zu kaufen, ist das eine sinnvolle Sache. Oder wenn einem einfach mal die alten Farben nicht gefallen. So ging das nämlich mir. Ja, erstmal zu mir. Ich bin Andreas, also ja, im Volksmund Andi. Ne, könnt ihr mich auch gerne weiterhin so nennen oder anschreiben, ansprechen, wie auch immer, ja, falls ihr Fragen haben solltet oder so weiteres. Ja, wie ihr schon seht, also das ist hier jetzt einer meiner Schlafzimmerschränke. Ihr seht auch wirklich ein altes Furnier, das ist noch ein altes Muster. Ja, kann ich euch gerne auch mal hier nochmal zeigen, an einer Schublade. Also das ist wirklich, wenn man sich das anschaut, ja, ein ganz, ganz anderer Ton als hier einmal abgeschliffen. Na, das ist schon ein Unterschied. Klar brauchen wir diese rohe Basis, ne? Weil wir müssen nachher streichen. Aber dazu komme ich viel, viel später. So. Ja, Schlafzimmer ist bei mir das Thema. Ich habe schon bereits drei Schränke komplett aufgearbeitet. Ja, teilweise auch schon größere Modelle als diesen kleinen hier. Habe den jetzt hier zum Schluss noch aufbehalten, damit ich euch natürlich Schritt für Schritt zeigen kann, ja, wie ich mich angestellt habe, wo ich meine Fehler gemacht habe in den letzten zwei Wochen. Und ja, lasse ich davon einfach ein bisschen teilhaben. Ne? Ja, lange Rede, kurzer Sinn, geht jetzt bestimmt schon zwei Minuten, tut mir leid für den Stream, für den Verbrauchten. Aber ein bisschen Erklärung muss ja auch sein, ihr sollt ja wissen, wer euch die ganze Zeit hier zuquatscht. Ja, okay, dann kommen wir erstmal zur Folge. Ja, danke, dass ihr jetzt nach meinem ganzen Palaver noch dran geblieben seid. Ja, das war ja wirklich gut geschätzt, die zwei Minuten. Okay, kommen wir mal zum Fakt. Vorbereitung, Einkauf, Organisation. Was brauche ich überhaupt? Ganz wichtig ist natürlich Schleifpapier. Ihr braucht Schleifmaterial oder eine Schleifmaschine. Ne, ganz klar. Dort wichtig, einmal entweder nehmt ihr eine 100er Körnung. Ganz einfach, weil diese Körnungen, ja, ich komme mal da ran, die stehen auf dem Papier hinten drauf. Idiotensicher. Da braucht am Baumarkt nicht mal einen Farm. Ja? Also der geht da rein und ihr seid voll Profi schon. Ja, kauft euch quasi zum Abschleifen, also wenn ihr wirklich dicken Lack habt, ja, oder richtig Massivholz bearbeiten wollt, ja, wo richtig was runter muss, dann nehmt ihr bitte 80er Körnung, ja, also da steht dann quasi eine 80 auf dem Schleifpapier und holt alles ordentlich runter, bis ihr das alte nicht mehr seht. Also nicht nur anschleifen, sondern wirklich runterholen. Dann könnt ihr gerne mit einer feineren Körnung, ja, also feiner heißt, dass die Zahl natürlich höher wird, ja, ihr geht dann bitte mit einer feineren Körnung dann nochmal rüber, das wäre natürlich vorzugsweise ganz schön, dass wir einfach eine homogene Fläche nachher kriegen zum Lackieren. Ne? Nicht zu fein werden, weil der Lack soll ja auch noch halten. Okay, also wir haben einmal Schleifpapier, also wir haben einmal Schleifpapier, Schleifmaschine, ganz wichtig, ich habe das Glück, von meinem Vater, der hat eine Tischlerei, habe halt das Glück, hier eine wirklich handfeste Festool zu haben. Schleifmaschine, damit kann ich natürlich enorm schnell schleifen. Ja. Ich habe auch angefangen mit einem Holzklotz und mit Schleifpapier per Hand. Habe ganz schnell telefoniert, bin in die Nachbarschaft gefahren und habe es abgeholt. Ne. War auch das Beste, was man machen konnte. Ansonsten, wenn ihr Zeit habt und Bock habt und ein bisschen Oberarm kriegen wollt, dann fangt an zu schleifen. Okay, was brauchen wir noch? Lack natürlich. Ja. Ganz, ganz, ganz wichtig, wir brauchen den Lack. Entweder Buntlack, Weißlack, Schwarzlack, egal was für Lack. Aber ihr braucht Lack. Wenn ihr keinen Lack kauft, wo bereits die Grundierung drin ist, gibt es Tatsache. Nennt sich 2 in 1. Ja, Lacke, kaum zu glauben, ist so. Und da ist die Grundierung bereits mit drin. Hat den Vorteil, ihr braucht das Holz nicht irgendwie in einem Arbeitsschritt vorher noch bearbeiten. Spart Geld, spart einen Arbeitsschritt. Ist super geil für Faule. Quatsch. Also das passt schon, habe ich auch gemacht. Grundierung bewusst weggelassen. Ich habe einen Weißlack genommen, 2 in 1. Grundierung bereits drin, leicht glänzend. Ne? Wer es gerne dabei belassen möchte, kann den natürlich weiterhin verwenden. Als Decklack habe ich einen Klarlack genommen, also einen schönen, richtig festen, schönen, schönen, tiefen Hochglanzlack, weil ich einfach so diesen Klaviereffekt haben möchte. Ja? Ich sage immer speckigen Glanz. Ja? Also dass man wirklich auf den Schrank guckt und so eine richtig schöne, hochwertige Glanzschicht hat. Ja? Das macht natürlich der Klarlack. Okay, wir haben einmal, helft mir schnell, Schleifpapier, Klarlack, Lacke, Buntlacke. Grundierung brauchen wir nicht, wenn, dann kauft Grundierung, wenn ihr nicht einen 2 in 1 Lack habt. Und dann brauchen wir natürlich noch Abdeckung, ja, also ganz wichtig,
Hier im Zimmer habe ich auch alles abgeklebt, aus dem einfachen Grund, dass ich zwischendurch auch mal gesprüht habe. Komme ich aber nachher zu, total beschissen, nicht sprühen. Ja, das funktioniert nicht, also ihr kriegt jedenfalls nicht diesen hohen Effekt hin, wenn ihr das halt auch so richtig schön hochglanzmäßig haben wollt. Ja, was brauchen wir noch? Eigentlich ist es doch eigentlich klar. Was habe ich mir damals aufgeschrieben? Schleifpapier ist klar, verschiedene Körnungen ist klar, haben wir auch schon. Ach, logisch. Wir sind ja nicht mehr fünf, also mit Hände malen wollen wir nicht. Wir brauchen natürlich Schaumstoffrollen. Ja, ganz wichtig, Schaumstoffrollen. Nicht irgendwie welche für die Wand nehmen. Schaumstoffrollen haben einfach den Vorteil, dass sie feinporig und glatt sind. Ja, damit könnt ihr natürlich glatte Flächen besser streichen und bekommt auch somit wieder dieses homogene, schöne, glatte Lackbild hin, ja, was jeder kennt von seinen gekauften Möbeln. Und so wollen wir es ja später auch wieder haben. Außer ihr macht ein Vintage-Ding und schleift alles an und sieht aus wie vergammelt. Steht ja auch manche drauf, ja? Das ist ja kein Thema. Ja, somit haben wir alles. Ja? Preislich gibt es etliche Unterschiede. Ja? Zum Beispiel der Buntlack, der Weiß-Buntlack. Ich habe den halt von einem namhaften Hersteller gekauft. Hat mich 16 Euro gekostet. Ja, das ist eine 3/4-Liter-Dose, also 0,75 Liter. Ja, reichte ungefähr für 1,5 Schränke. Ja, drei, also ich brauchte jetzt insgesamt 3 Dosen. Ne? Hat sich schon hoch zu mir. Klarlack, konnte ich ein bisschen sparsamer sein. Brauchte ich bloß eine, also 1,5 Dosen. Das ist logisch. Jo, okay, wir haben alles. Ja, ihr zieht euch mal um, schnappt euch eure schönen Renoviersachen, sag ich mal, ja, zum Restaurieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder und fangen mal an zu arbeiten. Ne? Ja, super. Dann habt ihr jetzt schon die ersten beiden Parts überstanden. Ja, dann kommen wir jetzt zum eigentlichen Teil, ja, wie ich es gerade schon erwähnt habe, und zwar das Schleifen. Wenn ihr mal näher rankommen wollt, von da seht ihr nichts. Ich werde euch jetzt einmal das Schleifen mit Papier zeigen, einmal das Schleifen mit Maschine im Anschluss. Ich werde auch nicht die ganze Fläche schleifen, werde euch bloß mal zeigen, wie weit es geht. Ihr seht auch, das ist kein Massivholz, ja, das ist wirklich ganz billige MDF-Platte, furniert, ja, also so wie es fast jeder, glaube ich, möchte es behaupten, irgendwo zu Hause auch zu stehen hat. Ja. Also ich denke mal, das findet man fast in jeder Wohnung in Deutschland. Ja, das braucht man gar nicht eigentlich so krass schleifen, ja, also man braucht es jetzt nicht bis aufs Holz runter schleifen, weil das macht jetzt hier keinen Sinn. Wir machen es so, dass wir das Furnier runterholen, ne, dass das Muster weg ist und dass wir halt wieder eine schöne Fläche haben, um das Ganze zu streichen. So, ich beginne jetzt einmal mit dem Schleifpapier, ja, das ist halt die 100er Körnung, ne, oder 120er Körnung, die ich jetzt hier verwendet habe. Normalerweise, Tipp, hat jeder im Werkunterricht gelernt, ja, dass man sich noch einen Klotz zwischenlegt, ne, und den Klotz festhält und ordentlich schleifen kann, spare ich mir jetzt, weil den Klotz habe ich für was anderes gebraucht. So, ich fange an, ne, ganz klar. So, ein bisschen kreisen. Ja. Also, das seht ihr auch schon, ja. Ich weiß nicht, ob ihr es genau erkennen könnt, aber wir haben durch die glatte Bewegung jetzt viel zu tiefe Rillen. Ja. Das hättet ihr auch, wenn ihr einen Block dazwischen habt. Immer kreisen. Zack, und jetzt seht schon so aus. So, wenn wir jetzt mal ein bisschen da abgeben, so, da sind wir, das wollte ich euch zeigen. Ja, also ich gehe auf diese Grundstruktur runter, das reicht mir vollkommen. Hier wird es auch wahnsinnig glatt, ja, also nachher wirklich einfach ein bisschen kreuz und quer anschleifen, damit auch wieder der Lack hält. Ne? Okay, das zum Papier. Jetzt kommen wir zur Schleifmaschine. Ja, meine gute Festool, nicht wundern, hinten ist natürlich angeklebt, provisorisch, weil ich habe keinen Aufsatz hinten, der passgenau ist. Ich bin hier nicht im Gewerbe, ich bin hier in meiner Wohnung. Ja, fertig. Okay, so, Festool, klar, logisch, hat jetzt hier auch einen Saugapparat, wird gleich alles sehr, sehr, sehr laut. Kann natürlich nicht viel erklären, während ich jetzt hier arbeite. Ich erkläre euch das einfach kurz im Vorhinein, gleich wie Schleifpapier. Ja, aber wirklich jetzt aufpassen, sollte man zu viel Druck anwenden, ist man gleich durch. Also nicht durchs Holz, aber bis von hier. So, auch hier. Strom haben wir. Perfekt. So. Ja, ich zeige euch das jetzt kurz, ja, wie wir mit der Schleifmaschine arbeiten.
seht natürlich keine Anstrengung, ja. Wir haben hier ein enorm großes Feld, das brauche ich natürlich keinem erzählen. Ja. Geht auf die Schleifmaschine, habt ihr nur einen Schrank, kauft euch für 4 Euro ja, ein paar Blätter Schleifpapier. Ja, das bringt euch nicht um. Aber wie gesagt, ich habe 4 Schränke lackiert, danach sind noch meine Türen dran. Ich habe eine Katze. Und von daher, ja, also nehmt euch wirklich eine Maschine, ist einfach Ersparnis hochziehen. Ja, ich werde das jetzt hier schnell ohne euch fertig machen. Ja, weil warum sollte ich jetzt die ganze Zeit zugucken, außer ich muss euch meinen Akku sparen. Werd kurz mal Kamera ausmachen, mach alles fertig und dann treffen wir uns nachher zum Streichen wieder, Leute. Bis gleich. So, ja, da sind wir. Ja, ich bin fertig, leicht angeschwitzt, ne, weil es ja doch anstrengend. Schrank ist komplett geschliffen, ich mache aber nur außen, innen spare ich mir, weil das ist auch einfach mal eine Preisfrage, weil drin auch noch alles zu lackieren habe, sind wir bei den doppelten Lackkosten. Und ich bin schon bei ungefähr für alle Schränke jetzt sogar bei ca. 80 Euro angekommen oder 90, so neben drin. Okay, ja, folgendes, jetzt fangen wir an. Also ich gebe euch jetzt gleich mal folgende Tipps. Wichtig ist, lieber 2 Schichten mehr machen, weil man dünn aufträgt, ja, als zu dick, weil wir haben danach das Grundproblem, jeder von euch kennt es bestimmt, denkt mal an Gänsehaut, ja, an diesen Erpelparker, wenn euch die Haare hochgehen und stellt euch jetzt mal vor, ihr guckt auf den Schrank und seht diese Kraterlandschaft. Das wollt ihr nicht, ja, und das erzielt ihr nämlich, indem ihr einfach zu krass zu viel Farbe aufträgt, ja, und einfach jeder Bobbel, ja, auf dem Schrank einfach zu viel Farbe immer wieder bekommt, das aushärtet und ihr übertragt quasi wie die Prinzessin auf der Erbse immer wieder diese ja, diese Beule mit, ne, das ist totaler Schwachsinn. Und deswegen ganz, ganz fein auftragen, also ist wirklich mein Tipp. Ich werde hier 4 Lackschichten auftragen, ja, jeweils mit 12 Stunden Trockenzeit. Ne, also eigentlich sollten wir sogar 24, aber wie gesagt, wir arbeiten ja sparsam, also können wir auch 12 Stunden warten. Und ja, ganz wichtig, Lackdose auf, Lack vorher durchrühren, ja, so wie ihr es auch vom Streichen mit der Tapete kennt, ne, oder mit der Wand. Durchrühren, fertig. Angießen. Ja, je nachdem wie viel ihr braucht, ne? Ihr müsst nicht die halbe Dose in euer Behältnis kippen, ja, also was ihr machen wollt, ist euch überlassen. Ich habe hierfür so ein oberpraktisches Profiteil, der sehe ich gleich mit, ja, richtig cool aus, oder? So, kommt mal dran, ich zeige euch einfach mal kurz das Auftragen der Farbe. Also wir haben jetzt hier wirklich den Grundanstrich, ja, ich habe euch ja vorhin erzählt, das gibt so einen sogenannten 2-in-1 Lack, ja, und den nutze ich auch, ich habe jetzt hier auch bloß einen Klecks Farbe drin, ne? Ja, nicht wundern. So, und wir fangen wirklich an. Ja, also ich gebe euch mal einen Tipp, fangt mal von einer Seite an und auch von der anderen, um das einfach aufzutragen, ja. Weil dann habt ihr einfach eine homogenere Lackschicht, ne, und geht wirklich langsam und behutsam Schicht für Schicht durch. Aber wartet mal kurz, ich brauche ein bisschen mehr Farbe, das wird so nichts. Ja. Und jetzt könnt ihr mir einmal beim Rumsauen zu gucken. Ja. Ich brauche jetzt wirklich bloß einen Schwung. So. Ja, warte mal, da willst du runterklickern. Zack. So. Oh, das war ein Satz mit X, jetzt machen wir ein bisschen mehr. Ja, und jetzt wieder ruhig. Und erstmal wirklich Farbreservoir anlegen. Also quasi, das habe ich mir aufgeschnappt vom Malermeister. Ne, dass ihr wirklich erstmal ein bisschen Farbe auf die Platte bringt und die dann auch wirklich ja, richtig, richtig schön homogen verteilt. Dass es jetzt nicht top aussehen kann. Ist ja logisch, ne? Weil wir haben jetzt hier wirklich die Grundierung. Ja, und dadurch, dass wir jetzt hier die Grundierung haben, schließen wir natürlich die komplette Holzmaserung. Ne? Und nicht leicht verzagen, Leute, warum das, wenn das trocken ist, total scheiße aussieht. Ja, also erstens arbeiten wir, wie gesagt, sparsam. Ja, damit wir einfach eine schöne Fläche hinkriegen. Und wir arbeiten ja hier an der Stelle auch gewissenhaft. Ne? Und deswegen nicht ärgern, wenn das beim ersten Anstrich nicht gleich gelingt. Ja? So. So, dann streichen wir erstmal die Fläche hier zu Ende und dann gehen wir gleich im sogenannten Kreuzverfahren. Ja, gehen wir natürlich gleich nochmal. Jetzt machen wir quasi eine Nord-Süd-Bewegung und gleich machen wir nochmal eine Ost-West-Bewegung. Das macht er auch bitte, ja. Also wirklich sparsam mit der Farbe arbeiten. Ja, taucht lieber 5-mal mehr ein. Ja, aber arbeitet sauber. Guck mal, so habt ihr auch kein Problem. Ist hier irgendwo eine Nase? Nö. Ja, also ihr habt wirklich richtig, ich habe noch nicht mal darauf geachtet, dass ich keine Nasen herstelle. Ja, aber ihr könnt dieses Problem einfach vermeiden, indem ihr wirklich wenig Farbe nehmt. Ja, so.
Jetzt tanken wir noch mal kurz nach. Ja, viel Farbe nehme ich gar nicht auf. Ich habe ein YouTube-Video gesehen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ich habe ein YouTube-Video gesehen, wie der Typ, Alter, die ganze Rolle in die Farbe gesteckt hat, Alter, und meinte, das muss so. Ich habe mich fast weggeschmissen, ja. Und danach beim fertigen Projekt oder Produkt hat er dann gezeigt, er hat einen Balkon, glaube ich, gemacht, einen Tisch mit Balkon gemacht. Und dann geht er da ran, ja, so wie ich es vorhin gesehen habe, und sagt noch so zum Schluss, ja, ich hätte wohl doch ein bisschen feiner arbeiten müssen. Ja, also habe ich mir das gleich auf die Flagge geschrieben, ne, und habe gleich auch nicht gearbeitet. So, jetzt machen wir das sogenannte Kreuzverfahren. Ihr seht schon, ja, geht voll auf, ne, die Logik. Jetzt zaubern wir hier quasi schöne Kreuze rein. So, wir müssen ein bisschen darauf achten, dass wir die Farbe ordentlich verteilen. Und wirklich, ja, streichelt eure Farbschicht irgendwann. Versucht gleichmäßig Kraft auszuüben. Das ist ganz wichtig. Ja, also das ist jetzt beim Grundanstrich und bei der zweiten und dritten, na gut, bei der dritten ist es schon wichtiger, aber bei der zweiten und beim zweiten Anstrich, und bei diesem Anstrich, ist es noch nicht ganz so wichtig, ja, dass es streifenfrei wird. Ja, aber ihr seht jetzt schon, ja, also wir kriegen hier wirklich ein schönes weißes Bild hin, ne? Durch die ruhige Arbeit. Ja, und solche Kanten, wie hier oben zum Beispiel, ja, bei der Kopfplatte mit der Seitenplatte, die schließen sich nachher. Ja, da braucht er jetzt nicht dick Farbe reintünchen, damit es zu ist, sondern das lassen wir so. Ja? Okay. Ja, kommt dann wieder zu mir zurück, weil wir haben dann genug gesehen. Perfekt, danke. Achso, übrigens, Leute, die Kamera wird professionell vom Steffen gehalten. Im Hintergrund. Steffen, sag mal hallo. Hey. Gut, danke. Ich bin gerade sehr peinlich. Ja, ich mache jetzt schnell alles fertig. Ne? Ich werde euch jetzt auch nicht weiter begleiten, ja, also kein Zeitraffer oder so einen Scheiß bringen. Oh, ich habe geflucht. Ne, darf man ja zweimal, ne? Bei FSK 12 oder so. Wollen wir nochmal? Ja, gut. Wir sind ja pädagogisch wertvoll hier, ne? Okay, also wir machen es wie gesagt fertig, wenn der Schrank fertig ist. In der Grundierung komme ich nochmal zu euch zurück. Ja, das wird aber morgen passieren. Im Tagesverlauf, da wird dann meine tolle Freundin Patricia die Kamera halten. Und ich werde euch den Deckanstrich zeigen. Ja, also dass wir wirklich sauber den Deckanstrich hinkriegen und ihr einfach die Sicherheit bekommt und das einfach wirklich seht, dass so ein Depp wie ich, ja, von Anfang an echt keine Ahnung hatte, aber das richtig, richtig toll hinbekommt. Und jetzt im Anschluss, weil er so toll aufgepasst hat, zeige ich euch jetzt nämlich mal meine drei anderen Schränke. Ja, danke, dass ihr bisher dabei geblieben seid. Ich habe euch ja erzählt, ich mache den ganzen Aufwand, weil ich persönlich meine alten, ja, und für mich hässlichen Schlafzimmerschränke renovieren wollte. Die sahen ja, ihr wisst ja mittlerweile von innen und außen ja so aus, ne, mit dem Furnier. Ich habe hier drin Tatsache alles abgeklebt, aus dem einen Grund, dass ich zwischendurch mal auf Spuldose umstieg, was aber überhaupt keinen Sinn gemacht hat. Ich bin ganz, ganz schnell wieder zurück zur Rolle, also zur Schaumstoffrolle, weil das einfach ein viel, viel, viel schöneres Endergebnis ergibt. Aber dazu komme ich nachher noch, beziehungsweise habe ich auch schon einiges zugesagt. Ihr könnt euch mal die Oberfläche angucken. Also so schön wird es wirklich, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt. Ja? Das habe ich jetzt alles hier im privaten Haushalt gemacht. Ihr könnt ja mal kurz reinkommen, da kann man sich das richtig schön ansehen. Und so mit dem Strich sieht das halt ganz gut aus, wenn man das halt ordentlich aufgetragen hat. Viele kleine, dünne Schichten. Sehr wichtig und das halt wirklich immer peu à peu wiederholt. Ja, hier drinnen halt ja, alles abgeklebt, solltet ihr auch machen. Ich selber hatte halt vier Schränke insgesamt und von daher, das sind die drei anderen, die ihr jetzt nicht gesehen habt. Ich hatte euch jetzt gezeigt, an dem Stück, an dem wir zusammengearbeitet haben, dass das war mein TV-Schrank, ein einzelner, und den habt ihr mittlerweile verfolgen können. Okay, dann kommen wir mal wieder zurück zum Einzelnen. Ja, und hier seht ihr einfach auch mal jetzt die vierte Lackschicht. Ja, das ist jetzt so wirklich zum vierten Mal dünn rüber. Jetzt auch schon im angeschliffenen Zustand, ja, also man sieht die leichten Kratzer da drauf, ne? Das ist jetzt, weil ich vorgeschliffen habe, weil ich jetzt nämlich zum Klarlacken komme. Klar, wichtig, wie bei jedem Schleifgang, vorher leicht anschleifen mit feinem Schleifpapier und danach kann man loslegen. Und hier seht ihr das natürlich auch nochmal anhand des Schrankes. Den kennt ihr ja bereits. Das ist der erste Anstrich. Oben noch. Und jetzt zeige ich euch mal direkt die Seite. Ja, hier sehen wir auch wieder Grundierung. Erster Anstrich. Und die zweite Seite natürlich deutlich dickender. Ja. Und jetzt werde ich natürlich noch die zweite Seite weiter streichen.
Ja, und hier wollte ich euch nur einmal zeigen, der große Aufwand des Streichens, des Lackierens ist jetzt endlich mal durch. Ich kam jetzt dazu an dem Punkt, habe ich ja erzählt, dass ich schwarze Streifen, Dekostreifen aufbringen will. Habe mich ja für die Folie letztendlich doch entschieden, ne? Weil einfach nachlackieren hatte ich keine Lust drauf. Wollte ich euch einfach nur mal zeigen, macht sich natürlich super, wenn man eine kleine Auflagefläche hat. Ja, ich arbeite natürlich dann auch von Teil zu Teil immer schön synchron, parallel weiter. Da braucht man nicht viel messen. Und von daher, ja, unterm Strich braucht ihr nicht viel. Ihr braucht natürlich eure fertig hergestellten Bauteile. Ihr braucht die Folie und ihr braucht den Cutter. Natürlich eventuell noch einen Stift zum Anreißen und ein Lineal zum Abmessen. Okay, dann kommen wir bitte einmal rüber. Ich möchte euch gerne mal die Folie zeigen. Okay, also ich habe euch ja alles schon zu meiner Folie erzählt. Jetzt seht ihr das, das Ganze aus in der Aufnahme. Habe mir das alles ein bisschen schon ausgebreitet, ne? Habe das schon ein bisschen vorgeplättet, damit ich nachher nicht diese Rollkraft noch drin habe, diese Rollwirkung von dem zusammengerollten Zustand der Folie. Ich habe hier den Vorteil, dass ich hier natürlich schon eine eindeutige Schnittkante habe, ne? Und sucht euch zu Hause irgendwo einen Punkt, wo ihr die Folie quasi glatt schneiden könnt. Und dann habt ihr damit auch keine Probleme. Ganz einfach, leicht aufgetragen, ne? Einmal durchgezogen. So, zack, haben wir es. So einfach geht das. Wir haben einen perfekt astrein rasierscharfen Schnitt. Nehmen uns jetzt das Stück, was wir jetzt hier geschnitten haben. Ne? Und das ist bei mir dann quasi nachher auch der schwarze Streifen, den ich mir hier vorher natürlich schon abgemessen habe und jetzt nachträglich natürlich noch aufkleben werde. So, jetzt haben wir hier unser abgetrenntes Stück. Wir müssen natürlich vorher ein bisschen die Folie lösen, klar. Nicht zu viel lösen, sonst habt ihr nachher das Problem, dass ihr die nicht mehr aufkleben könnt. Das ist jetzt auch wirklich der fummeligste Part an der ganzen Sache. Ja, so. So. Sehr schön. So, dann legen wir uns das Ganze hier rauf. So, an die Markierung, die ihr vorher natürlich festgemacht habt, ganz genau anlegen. So, kommt mal kurz einmal bitte her, hier rum, dass ihr mal hier auf der Stirnseite seht, was ich mache. Noch weiter rum bitte. So, hier, das muss ganz genau hier auf der Kante angeklebt werden. Absolut gerade und fest. So, ruhig ein bisschen Druck nach unten aufbauen, dass ihr quasi ein wenig zieht. Ja, dass wir aber hier eine absolut saubere Kante haben. So, das sieht schon mal ganz gut aus. Ne? So, den schon mal von unten. Und immer auch wichtig, von innen nach außen arbeiten, ja? Dass ihr nachher keine Spannungen habt. So. Normalerweise nimmt man sich dafür einen kleinen Gummi- oder Plastikspachtel. Ich nehme dafür meine Hände, weil es ist ja so eine kleine Fläche. So, jetzt haben wir nämlich schon das Schlimmste geschafft, weil ich habe hier nämlich eine super tolle Folie. Die zieht sich nämlich quasi alleine an. Ich werde jetzt nur noch darauf Acht geben, dass die wirklich gerade kommt. So. So. Ja, jetzt habe ich schon wieder ein bisschen zu viel angeklebt, jetzt muss ich wieder ein bisschen zurückgehen. So, das sieht sehr gut aus. So. Und jetzt Stück für Stück. Ich habe auch im Wohnzimmer habe ich nämlich eine schwarze Tischfläche, also so eine Zwischenablage. Schwarz habe ich in Weiß umgeklebt. Da hatte ich eine weiße Klebefolie vom genau gleichen Hersteller. Komischerweise, nachdem ich habe die genauso aufgetragen wie diese Folie hier, hat sich aber peu à peu danach immer wieder Bläschen gebildet. Und das haben wir hier einfach absolut gar nicht. Ja, das geht so super und einfach. Man hat auch keinen Stress, ne? Wie ihr seht. Ja, das geht ja schon fast hier wie von alleine. Ja, man muss auch echt nicht viel machen, weil die zieht sich hier ganz gut selber fest. So. Und wenn ich mir überlege, was ich an Zeit gebraucht habe, um zu lackieren, dann ist das schon echt Wahnsinn. Vor allen Dingen, was kostet so eine Klebefolie? Eine Klebefolie, glaube ich, die ich hier hatte, hatte eine Länge von 10 Metern, eine Breite von 55 cm und hat gekostet, glaube ich, 1,30. Ja, bei so einem typischen Billigbaumarkt, also Roller oder sowas. So. Zack, perfekt. Sehr schön. Und da seht ihr schon, ja, das Ganze ging so super und sauber. Ja. Ich habe nicht eine Blase drin, nichts. Liegt natürlich aber auch an der Folie. Ja. Jetzt natürlich den Abschluss finden. Auch hier wieder ganz wichtig, da würde ich aber euch empfehlen, einfach das Ding mal zur Tischkante runterzulegen. Na, dass wir hier einfach eine schöne saubere Kante jetzt hinbekommen. So. Jetzt hier nochmal schön dran ziehen ein bisschen.
So. Und alles mit ein wenig Gefühl. Solltet ihr irgendwo wirklich nicht zufrieden sein, zieht es nochmal ab. Macht es einfach, es lohnt sich. Ne? So, jetzt können wir den Rest abziehen, das Ganze umdrehen. Ja, ihr seht schon, ja, habe ich auch gesagt, ich habe mir die Innenflächen habe ich mir gespart aufgrund der Lackierungskosten. Weil sonst wäre ich anstatt für 4 Schränke bei 200 Euro bei, weiß ich nicht, 400 gelandet, hätte ich alles nur innen lackiert. Und innen sieht es ja auch keiner. So, alles schön aufgeklebt. Fertig. Okay. Ja, und jetzt bin ich, wie gesagt, mit allen fertig. Werde jetzt die Schranktür einsetzen. Werde noch 2 Schubladen kleben. Und dann seht ihr nachher auch schon das Gesamtprodukt. Okay, Dankeschön. Ja, wie versprochen auch noch hier der Abschluss. Ich bin jetzt endlich nach wochenlanger Arbeit durch mit meinen Schränken, bin auch wirklich zufrieden damit. Ja, ich denke, das Gesamtergebnis ist recht gut geworden, also auf jeden Fall einheitlich, so wie ich es mir an sich auch gewünscht habe. Unterm Strich würde ich euch gerne noch so ein paar kleine Tipps geben. Einmal, wichtig natürlich, wenn ihr Ecken klebt, ja, was ich jetzt hier zum Beispiel bei den Schubladen hatte, da muss ich auch komplett um Ecken rumkleben mit der schwarzen Folie. Dann wirklich bitte jede Ecke noch mit einschneiden. Ja, noch ein kleiner Tipp am Rande, damit ihr es auch mal ordentlich umklappen könnt. Und alles, was so übersteht, was wirklich zu viel am Material ist, bitte wegschneiden. Weil nachher bei den Schubladen gibt es sonst Probleme mit den Schienen, mit den Bohrlöchern, bla. Ja, dass ihr da wirklich ein bisschen aufpasst bei den Ecken und bei den Kanten. Ja, ansonsten, welche abschließenden Tipps kann ich euch noch geben an der Stelle? Zum einen ist es natürlich wichtig, wenn ihr zu lackierende Gegenstände habt, immer wieder wirklich auf die Sauberkeit zu achten. Das habe ich vergessen explizit nochmal anzusprechen, 1-2 Mal habe ich das gelesen. Bitte wirklich nach jedem Schleifen bzw. vorm Streichen, ja, die Flächen gründlich reinigen. Wenn ihr die feucht reinigt, dann bitte nochmal trocken nachreinigen. Ansonsten gewissenhaft trocken reinigen. Ne? Noch wichtig, ganz wichtig natürlich, ihr solltet alles nicht steril halten, aber solltet ihr ein Haustier haben, wie ich zum Beispiel, ich habe eine Katze, wirklich aufpassen, dass sie während der Trockenphase nicht in die Räumlichkeiten rennt oder in den Bereich rennt, wo ihr die Sachen trocknen lasst, weil dann habt ihr danach das Problem, dass ganz schnell mal Katzenhaare oder Tierhaare im Lack festkleben und die nachher zu entfernen oder wieder aufzuarbeiten, ist eine Heidenarbeit und das kann man sich mit ein bisschen Sorgfalt und mit ein bisschen Achtung sparen. Was haben wir noch? Ja, ganz wichtig, auf saubere Rollen solltet ihr natürlich achten. Ich hatte oftmals das Problem in meiner Lackdose, die ich genommen habe, um vorübergehend Lack mit aufzufüllen, wo ich quasi mit meiner Rolle immer wieder reingegangen bin. Wenn ihr damit dann später in den Tagen arbeitet, ja, dann achtet darauf, dass kein weißer Lack abplatzt, ja, alter Lack, und dass ihr den mit aufstreicht, weil das sieht man nachher natürlich. Ja, also wirklich da auf saubere Pinsel achten, auf saubere Rollen achten und auf saubere Gefäße achten. Noch ein kleiner Tipp am Rande, wenn ihr Schränke aufbockt, ja, also zum Beispiel ihr habt so einen Schrank, stellt euch den auf eine kleine Kiste, ja, dann habt ihr nicht das Problem, dass ihr irgendwie den ganzen Schrank umdrehen müsst, um die Fußleiste oder die Abschlussleiste oder die Füße halt ordnungsgemäß nochmal zu streichen. Nein, ihr habt dann Luft zum Boden und könnt die schön streichen und das Ganze auch stehen lassen zum Trocknen. Ne? Ja, auch die Türen solltet ihr natürlich auch beachten, ne? Habe ich euch gesagt, mit den Kanten und mit dem Kleben. Ja, und wichtig ist auch, zum Beispiel solltet ihr Türen zum Lackieren haben, so wie ich, bitte im liegenden Zustand trocknen, nicht im stehenden Zustand, weil ihr werdet ja in jedem Lackgang auch die Kanten rundherum um eine Tür machen. Ja, nicht die Fläche nur, sondern auch wirklich die Außenkanten. Und sollten die Außenkanten irgendwo aufliegen, habt ihr natürlich doofe Abdrücke oder da können halt doofe Abdrücke entstehen. Ja, also nehmt euch einen Wäscheständer, legt die darauf. Und noch ein Tipp von mir am Rande, lasst die Scharniere dran, weil an den Scharnieren könnt ihr die frisch lackierten Teile ganz gut bewegen. Ja. Was habe ich mir noch überlegt? Was hat noch gefehlt? No, das war's eigentlich. Das waren noch so die Dinge, die ich euch noch mit zum Abschluss aufgeben wollte. Ja. Ja, ich bedanke mich fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr könnt einiges nachmachen und wenn nicht, schickt mir eine Mail, schreibt mich an. Ich beantworte gerne noch Fragen. Seht mir es nach, falls ich irgendwelche Sachen vergessen habe. Ich bin auch nur Laie. Hoffe aber, dass ich das ganz gut von Laie für Laie gemacht habe. Und ganz wichtig, habt Geduld und keinen Respekt vorm Streichen. Ja, also das funktioniert dann ganz gut. Also keine Angst haben, traut euch ran und nehmt den Pinsel in der Hand und macht zu Hause ein bisschen was. Ne? Okay.